Ja, danke für die kurze Einführung. Das erklärt es eigentlich schon, Ausschreibungen. Da muss man irgendwas machen, dass es ein bisschen attraktiver ist. Und mir wurde gesagt, dass also junge kleine Hunde auf Bildern, die freundlich gucken, da immer super sind. Und hat ja funktioniert. Wir haben einen fast vollen Hörsaal. Hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, ich stehe hier alleine. Aber okay, gucken wir mal. Also Ausschreibungen und Open Source Software. Ich möchte kurz was über mich selbst sagen, darf man ja ab und zu mal. Dann, was ist Open Source und Vertriebsmodelle und Lizenzen? Normalerweise haben wir im Programm einen Vortrag, der das alles von A bis Z runterbetet, weil es immer wieder Leute gibt, die noch nie was mit Open Source, Foskis und so weiter zu tun hatten. Das ist die Kurzversion davon. Dann gehe ich auf Ausschreibungen ein, warum gibt es die überhaupt und was hat das zu tun mit Gewährleistung, Kosten, Investitionssicherheit? Und gebe so ein paar Tipps, wenn Sie unbedingt Open Source haben wollen, wie Sie das anstellen können, dass Sie das auch hinbekommen. Metaspatial habe ich 2010 im März gegründet. Wir machen professionelle Beratung für Open Source Software im Bereich der Geoinformation. Und als Dienstleistung bieten wir an Projektmanagement, Wissensvermittlung. Wir erstellen Studien, Leistungskataloge, Pflichtenhefte und solcher Kram. Eben genau das für Ausschreibungen, was man eventuell braucht. Softwarearchitekturen und haben noch einen Metaspatial Monitoring Dienst für Inspire, den Sie buchen können. Gut, was ist Open Source? Im Bereich der Software speziell haben wir hier ganz vorne dran stehen ein Vertriebsmodell. Natürlich ist Open Source mehr als das, nämlich auch ein Lizenzmodell und ein Softwareentwicklungsmodell und noch vieles mehr. Aber was uns heute interessiert, ist bei Ausschreibungen natürlich das Vertriebsmodell. Das ist das, was Open Source unterscheidet von proprietärer Software in diesem Kontext. Und inzwischen glaube ich, dass Open Source durchaus auch ein Hype ist. Das freut mich sehr, weil als wir angetreten sind vor vielen Jahren, da war Open Source was von langhaarigen Bombenlegern aus der Uni, die irgendwie dann, wenn sie fertig programmiert haben und einen Job haben, aufhören mit dem Open Source und richtig Geld verdienen mit richtiger Arbeit. Das ist heute nicht mehr so. Heute ist es angekommen, heute weiß man, dass Open Source zuverlässig ist und man weiß auch, dass ohne Open Source überhaupt gar nichts mehr funktionieren würde, weil jeder Switcher, jeder Router, jeder Server irgendeine Open Source Komponente hat. Unser Online-Banking funktioniert mit Open Source Algorithmen, das heißt, ohne Open Source geht nichts mehr. Das ist auch den meisten inzwischen klar. Also gucken wir uns das Vertriebsmodell an. Wie unterscheidet sich das? Das unterscheidet sich in dem Fall, Open Source ist ein Vertriebsmodell, bei dem der Zugang zu Software nicht künstlich eingeschränkt wird. Denn Software ist ein multiplizierbares Gut. Anders als ein Backstein, den ich, wenn ich ihn weggebe, nicht mehr habe, kann ich Software weggeben und sie trotzdem noch haben. Das ist eine ganz einfache Einsicht, die aber in der Wirtschaft sich noch nicht rumgesprochen hat. Das ist kompliziert. Das ist viel komplizierter, als es sich jetzt erstmal anhört, weil wir das nicht gewohnt sind. Wir können nichts kopieren. Ich kann dieses Gerät nicht kopieren. Geht nicht. Bei Star Trek geht es irgendwann mal. Da kann man so einen Replikator anwerfen und dann kann man sich alles Mögliche selbst replizieren. Aber die sagen einem ja auch nicht, was das für ein Energieaufwand ist. Deswegen, also es wird relativ teuer sein. Und bei Software ist es eben so, dass man es wirklich duplizieren kann. Und damit kann die Wirtschaft nicht umgehen. So, was hat das für einen Vorteil, dieses Vertriebsmodell Open Source? Es fördert den Wettbewerb und verhindert die Bildung von Monopolen. Ist also die Quintessenz des Urkapitalismus. Ich sage das nicht so wahnsinnig gerne, weil ich mich nicht als schlimmen Kapitalisten betrachte, aber wenn man sich das mal anguckt, ist es tatsächlich so. Es fördert den Wettbewerb und verhindert die Bildung von Monopolen. Wie sieht es aus bei der proprietären Welt? Proprietäre Vertriebsmodelle schränken künstlich den Zugang zu Software ein. Davon leben die, dass man eben nicht an die Software drankommt, sondern man kommt nur dran, wenn man eine spezielle Genehmigung hat. Und man kann auch diese Software nicht an andere Leute weitergeben. Das ist unzulässig, weil das natürlich dann das Geschäftsmodell kaputt machen würde. Das heißt, das Geschäftsmodell ist die Ausnutzung einer künstlichen Verknappung. Und proprietäre Software tendiert zur Bildung von Monopolen, weil geknebelte Kunden natürlich viel besser ausgebeutet werden können. Das hört sich alles schlimm an, ist es auch. Deswegen gehen wir mal zur nächsten Folie. Wie sieht das aus mit Lizenzen?
OSI und FSF. Ist Ihnen bekannt, was das ist? Kurz mal die Hand hoch, damit ich sehe, dass Sie alle mitdenken. Wer weiß, was OSI ist? Wer weiß, was FSF ist? Open Source Initiative, das ist die eine Non-Profit-Organisation, und Free Software Foundation. Und die zwei sind entstanden aus einem ideologischen Krieg zwischen Open Source und freier Software und sind inzwischen eigentlich so ganz gut miteinander am Auskommen. Das Wichtige ist, sie sind beide unabhängig und sie haben beide einen Satz von Lizenzen und die decken sich zu 98%. Die Lizenzen, die die als Open Source bzw. freie Software definieren, das sind wirklich Open Source Lizenzen. Was sind das? Das sind bewährte und stabile rechtliche Konstrukte. Wieder der Gegenteil aus der proprietären Welt. Proprietäre Lizenzen sind immer Eigenkonstrukte und unterliegen willkürlichen Änderungen. Das heißt, wenn Sie eine Open-Source-Lizenz haben in Ihrer Software, können Sie sicher sein, dass die nächsten 5 oder 10 Jahre unverändert weiter so existieren wird. Wenn Sie eine proprietäre Software-Lizenz kaufen, wissen Sie nicht, ob Sie in 3 Jahren noch mit dieser gleichen Lizenz arbeiten können oder ob denen dann einfällt, dass Sie sagen, naja, Multiprozessoren kostet doch jetzt mehr oder die Wolke verstehen wir nicht so ganz, deswegen machen wir die ganz teuer. Das kann Ihnen bei Open Source nicht passieren. Und wenn Sie sich mal so eine Lizenz durchlesen, was Sie natürlich jedes Mal tun, wenn Sie eine neue Software auf Ihrem Rechner installieren, dann tun Sie das? Wenn ich ehrlich bin, ist das einer der Gründe, warum ich bei Open Source gelandet bin, weil ich verstehe die nicht. Ich verstehe die proprietären Lizenzen nicht. Und wenn ich jetzt bei so einem PDF-Reader erst das alles durchlesen muss, bevor ich mir dieses PDF-Dokument angucken kann, werde ich nie zum Arbeiten kommen. Also, Unterschied, Open-Source-Lizenzen, klar, verständlich, einfach, zuverlässig, proprietäre Lizenzen, unzuverlässig, nicht zu verstehen und dann kostet es auch noch Geld, wenn man sie haben möchte. Also, die Überprüfung korrekter Lizenzierung erfordert bei Open-Source umfangreichen Recherchen und ist bei proprietärer Software unmöglich. Das ist vielleicht ein wichtiges Argument noch, wenn jemand sagt, diese Software ist lizenziert mit der und der Lizenz, heißt das ja noch nicht, dass die Software darunter wirklich darunter lizenziert ist. Denn wer hat das überprüft? Eine dritte unabhängige Stelle? Oder vielleicht derjenige, der da gerade die Software entwickelt hat? Das heißt, hier wäre es schön, wenn man dazwischen noch eine Prüfungsinstanz hätte, die sagt, ich bin unabhängig, mir ist das Ziel dieses Projektes egal, ich gucke nur mal, ob die das rechtlich richtig zusammengebaut haben. Auch dafür gibt es eine Lösung, komme ich aber gleich dazu. Eine kurze Übersicht der Open-Source-Lizenzen. Es sollten nur Open-Source-Lizenzen zugelassen werden, die von der FSF oder der OSI bestätigt wurden. Dazu zählen unter anderem die General Public License GNU GPL oder die General Library oder Lesser Public License GNU GPL. Das müsste LGPL da hinten heißen, kleiner Fehler. Aber wir sind ja hier in einer öffentlichen Veranstaltung, bei der man sowas tun darf. So, Fehler behoben. Wow, wie haben Sie das hingekriegt? Da steht's doch. Ja, diese Open-Source-Software, die ist, ich weiß auch nicht, das funktioniert immer nicht. Okay, jetzt. Berkeley Software Distribution, BSD oder Simplified BSD, MIT-License und Apache-License habe ich mal aufgeschlüsselt. Das sind nur so ein paar, die man mal hören kann. Es gibt noch eine ganze Menge mehr. Copyleft, GPL oder nicht, ist für Anwender irrelevant. Wenn Sie interessiert, was der Unterschied ist, können Sie mich nach der Veranstaltung gerne nochmal ansprechen. Heute gehe ich ausnahmsweise mal nicht darauf ein. Das Softwareentwicklungsmodell basiert auf Transparenz und Zusammenarbeit, wenn man es im Open-Source-Bereich macht. Algorithmen und technische Lösungen sind nicht geheim. Im proprietären Bereich ist es so, dass technische Lösungen geheim gehalten werden, um künstliche Knappheit zu erzeugen, haben wir schon mal gehört. Und das fortgeschrittene proprietäre Entwicklungsmodell basiert dann auf Exklusivrechten und das Stichwort hier ist Patente. Patente im Bereich der Software sind eine Katastrophe. Wenn Sie irgendwo was dagegen tun können, tun Sie das bitte. Patente sind ganz schlimm im Softwarebereich. Das ist so ein bisschen der Ablauf, was ist die Motivation bei Proprietären, ist es den Gewinn zu maximieren, Open Source ist es ein Problem zu lösen. Gleich vorneweg, Geld verdienen ist nichts Schlechtes, das ist nicht verwerflich. Aber wenn das einzige Ziel, Geld zu verdienen ist, dann muss man sich die Frage stellen, ob das, was dabei rauskommt, wirklich gut ist. Und das könnte so ein bisschen ideologische Einschätzung sein, dass Open Source generell besser ist als proprietäre Software, aber da müssen wir noch mal genauer reingucken.
Ja, Open Source ist ein Hype, hat den Weg in den Alltag gefunden und Vorteil gibt es inzwischen überall. Nachteil, es wird alles, was Open Source irgendwas bezeichnet, weil es sich gut vermarktet. Man sieht also Open Software, Open Dingsbums, Open Standards, Open alles Mögliche und muss jetzt genau gucken, ist das wirklich Open Source? Also wieder zu den Lizenzen gehen und gucken, passt das auch wirklich zusammen. Diese Open-Source-Qualitätssicherung übernimmt in Deutschland der Vosges e.V. Das ist eine unabhängige Stelle, die Auskunft für die Open-Sourcigkeiten einer Software geben kann. Und weltweit macht das die OSGEO, die dafür einen sehr klar definierten Inkubationsprozess hat. Und erst wenn man da durchgegangen ist und hat die Bestätigung bekommen, dass alles richtig gemacht ist, ist man ein Open-Source-Projekt der OSGEO. Und dann kann man sich darauf verlassen, dass das wirklich funktioniert. Kommen wir zu den Ausschreibungen. Warum überhaupt Ausschreibungen? Um den Haushalt zu schonen. Und wir hatten jetzt ja in den letzten Tagen, in den letzten Jahren so eine Erhöhung der Bemessungsgrenze. Und das Bundesbauministerium beispielsweise errechnete, dass freihändig vergebene Aufträge dem Bund 22% mehr kosten als solche, denen eine öffentliche Ausschreibung vorausgegangen war. Oder zweiter Bereich, um den Wettbewerb zu fördern. Und hier gilt das materielle Kernprinzip des Vergaberechts, Wettbewerbgrundsatz. Ziel des Vergaberechts ist es, den staatlichen Beschaffungsmärkten für einen freien Wettbewerb zu öffnen. Das sind so die zwei Hauptpunkte, warum wir Ausschreibungen brauchen. Und gibt es Nachteile für Open Source? Und das können wir mit einem ganz klaren Nein beantworten. Ausschreibung und Open Source ist super, überhaupt kein Problem. Open Source hat sich hervorragend bei Ausschreibungen bewährt. Es gibt keinerlei rechtliche Einwände gegen die Nutzung von Open Source durch Anbieter und das Ganze definiert sich über, in einer guten Ausschreibung über VLA 2009 eine Leistungsbeschreibung, Paragraph 7, welche die Leistung eindeutig und erschöpfend beschreibt. Das ist das Einzige, was Sie tun müssen. Sie müssen einfach genau beschreiben, was Sie haben wollen. Und wenn Sie das richtig machen, dann kommt dabei raus, dass ein Softwareanbieter was anbieten wird und dann können Sie auch Software in Ihrer Ausschreibung berücksichtigen. So, jetzt gibt es rechtliche Einwände gegen die ausschließliche Forderung nach einer Open-Source-Lösung. Das ist ganz wichtig, dass man das nicht verwechselt. Open-Source und Ausschreibung ist super, geht klasse zusammen. Aber es gibt ab und zu Schwierigkeiten, wenn jemand sagt, ich will Open-Source haben, ganz oben schon in der Ausschreibung und alles andere lasse ich nicht zu. Das könnte schwierig werden, weil Linux haben wir in Stadt München, in Wien hatten wir es, in der Schweiz hatten wir es auch mal. Und in einem Rechtsgutachten, finanziert von Microsoft, kommt man zu dem Schluss, durch die Beschränkung auf Open Source werden proprietäre Hersteller diskriminiert. Oh. Also, der Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung ist das, was Open Source eventuell Schwierigkeiten machen könnte bei Ausschreibung. Sonst nichts. Und die gesetzliche Referenz findet sich eben in VLA 2009, Paragraph 7, Absatz 3. Und das Gutachten bezieht sich noch auf die gleichlautende Vorgängerversion VLA 2004, Paragraph 8, Absatz 3, bestimmt der Zeugnis oder Verfahrung und so weiter. Worauf es hinausläuft, ist, dass diese bestimmten Bezugsquellen, diese Formulierung bestimmte Bezugsquellen, könnte man interpretieren als Vertriebsmodelle. Und dann wird das Ganze rechtfertigungsbedürftig. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte nur Open Source haben, dann muss ich auch sagen, warum ich nur Open Source haben will. Das ist wieder Auslegungssache und dann hat man die ganzen Anwälte auf der Matte und das will man nicht. Also sagt man gar nicht erst von vornherein, ich möchte Open Source haben, sondern entscheidet sich hinterher dafür. Jetzt habe ich noch so ein paar Details bei der Recherche gefunden, die ich ganz interessant fand. Nämlich unter anderem, dass vom Vergaberecht gemäß § 99 des Gesetzes zum Wettbewerbsbehinderung, zur Vermeidung von Wettbewerbsverhinderung und § 1 VLA nur öffentliche Aufträge über Lieferungen und Leistungen erfasst werden, die entgeltlich erfolgen. Wie ist das jetzt, wenn Sie eine Open-Source-Lizenz akquirieren, indem Sie eine Open-Source-Software runterladen? Das ist unentgeltlich. Und der Bezug von kostenlosen Lizenzen fällt damit nicht unter das Vergaberecht. Wenn Sie sich also gerne eine Open-Source-Software für Ihr System installieren wollen, dann laden Sie sich einfach runter und installieren das. Brauchen keine Ausschreibung machen. Unter haushaltsrechtlichen Gesichtspunkten muss eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung auch unter Berücksichtigung möglicher Folgekosten durchgeführt werden. Das heißt, wenn Sie das tun, müssen Sie damit rechnen, dass irgendwann später jemand kommt, ja, aber
Hast du denn vorher auch genau geprüft, dass was du da runterlädst, nicht furchtbar viele Folgekosten verursacht? Und wenn man nachweisen kann, dass man sich damit beschäftigt hat, hat man da auch kein Problem mit. Die müssen schon wieder draußen bleiben. Und jetzt der Ehrenrettung halber, die machen ja alle Dreck, insofern sind wir mal nicht so böse gegen die armen proprietären Anbieter. Also, Ausschreibung nach Voll A, Leistungsbeschreibung, die Leistung oder Teile derselben durch verkehrsübliche Bezeichnungen nach Art, Beschaffenheit und Umfang hinreichend genau beschrieben werden. Das heißt, ich sollte nicht sagen, ich möchte gerne einen Microsoft Server 2007 haben und ich darf auch nicht sagen, ich möchte gerne ein Linux Debian haben, sondern ich muss sagen, ich möchte ein Serverbetriebssystem haben. Und dann ist es richtig, dann ist es schon gut. Wenn das nicht geht, zum Beispiel wenn ich sage, ich möchte das generelle Austauschformat in der Geobranche für vektorielle Daten haben, da darf ich auch sagen ASCII Shapefile. Ja, weil das ist so wie Tempotaschentuch, das ist ein Name, ein Markenname, den ich eigentlich in einer Ausschreibung nicht nennen sollte. Aber in dem Fall, wenn es das Einzige ist, was es gibt, dann darf ich das tun. Gewährleistung, Kosten und Investitionssicherheit, das sind jetzt mehr so ein bisschen die Hypes und FUD, also Fear, Uncertainty and Doubt, die sowohl von proprietärer Seite als auch von Open-Source-Seite gestreut werden. Und angebliche Argumente gegen Open-Source können genauso in angebliche Vorteile umformuliert werden. Gucken wir uns das mal an. Gewährleistung, ein großer Konzern wird mehr Sicherheit bieten können als ein kleines Unternehmen, ist eine Aussage, die man mal öfter so hört. Aber wer von Ihnen hat schon mal, weil er einen Bluescreen hat, Microsoft verklagt? Niemand? Niemand? Okay. Umgekehrt, Gewährleistung, ein kleines Unternehmen wird eher daran Interesse haben, Gewährleistung zu erbringen, als ein unbewegliches großes Unternehmen mit quasi Monopolstellung. Ist aber auch nur Gefasel, weiß man nicht. Vielleicht gibt es das kleine Unternehmen dann nicht mehr, wenn ich die Gewährleistung brauche. Kosten, feste Lizenzkosten von proprietärer Software sind besser kalkulierbar als die Anpassungsarbeiten bei unfertiger Open-Source-Software. Da sind zwei Unterstellungen drin, nämlich erstens, dass das besser kalkulierbar wäre. Ist es nicht, weil die ändern ihre Geschäftsmodelle auch. Und zweitens behaupten die, Open-Source wäre unfertig. Kann ich auch so nicht bestätigen. Aber umgekehrt, Kosten Open-Source ist billiger, weil man keine Lizenzkosten und Wartungsgebühren zahlen muss, ist auch nur die halbe Wahrheit. Weil man natürlich, wenn man das nutzen möchte, schon irgendwas tun muss, was auch wieder Geld kostet. Und das Letzte, nur um nochmal so einen kleinen Blick drauf zu werfen, die Investition in ein Standardprodukt ist sicherer, weil das Know-how zur Bedienung dieser Software weiter verbreitet ist. Klar, wenn ich Microsoft Office Word habe, dann weiß jeder, weil er das in der Uni gelernt hat, wie es funktioniert. Wenn ich bei mir zu Hause nur ein Tech habe, dann müssen die Leute das noch lernen und das ist natürlich viel mehr Aufwand und kostet dann auch mehr. Oder intransparente multinationale Konzerne bieten weniger Investitionssicherheit als eine aktive globale Gruppe von Open-Source-Anwendern. Das mag sogar rechts richtig sein, wenn Sie eine weltweite Gruppe von Leuten haben, die eine bestimmte Software nutzen und der Hauptentwickler dieser Software stirbt, dann werden die sich was ausdenken, dass da ein neuer Hauptentwickler kommt. Das ist tatsächlich eine relativ gute Sicherheit. Ja, zusammengefasst jetzt so diese ganze Hype-Kiste. Open Source ist nur ein Modell, das muss uns immer klar sein. Open Source ist keine Qualitätsmarke. Open Source ist keine Garantie, kein Unfall, kein Kommunismus und kein Allheilmittel. Und deswegen müssen Sie jede Software auf Ihre eigene hin prüfen. Aber was zum Beispiel eine Qualitätsmarke ist, ist OSGEO. Das heißt, OSGEO ist eine Qualitätsmarke, die sagt, alle Software, die wir geprüft haben, da kann man sich drauf verlassen, da stimmt die Lizenzierung, die Rechte, die Code-Algorithmik und die Qualität. Open Source an sich ist das noch nicht, das ist nicht trademarkfähig, da ist das ist keine Marke an sich. Wenn es unbedingt Open Source sein soll, dann sollten Sie sich Informationen zum Thema einholen, zum Beispiel hier auf der Foskis-Konferenz, tun Sie ja schon alle, ich rede zu den Bekehrten. Sie können Beratung einkaufen, zum Beispiel mich. Sie können einen Prototyp aufsetzen oder aufsetzen lassen und sollten dabei beachten, dass der Prototyp vielleicht nicht vom späteren Auftragnehmer erstellt worden sein soll, weil das hat dann schon wieder so ein Geschmäckle. Da ist dann die Software von dem Hersteller und der hat dann mal so einen Prototypen aufgebaut, jetzt mache ich eine Ausschreibung für diese Software, weil ich den Anbieter haben will. Da muss man also ein bisschen aufpassen, dass man da flexibel genug ist, dass man sagt, man hat vielleicht verschiedene Anbieter, die zusammenkommen. Und bitte machen Sie kleine Schritte.
und erstellen Sie eine gute Leistungsbeschreibung. Und das ist gar nicht so einfach, weil da ist man schnell im, ich bin in Deutschland, Feature-Fucking, das darf man in den USA nicht sagen. Das heißt, es wird eine Riesenliste von unglaublichen Features gefordert, die Software können muss. Und es wird aber nie definiert, was für Prozesse eigentlich abgebildet werden sollen. Das heißt, so eine Leistungsbeschreibung heißt nicht, ich möchte Funktion A, B, C, D, E, F, G haben, sondern da sollte drinstehen, ich möchte mit der Software folgendes Ziel erreichen. Und meine Mitarbeiter haben die Qualifikation. Und jetzt sag mal, wie du das machen würdest. Das ist als Leistungsbeschreibung viel sinnvoller. Aufteilung in separate Ausschreibungen, Lizenzbeschaffung und Dienstleistung müssen nicht gleichzeitig erfolgen. Wir erinnern uns, die Beschaffung von Lizenzen ist nicht kostenpflichtig und deswegen fällt sie nicht unter das Vergaberecht. Ich kann also mich für alle möglichen Lizenzen entscheiden und kann später dazu eine Dienstleistung beauftragen. Dann handelt es sich nämlich um separate Beschaffungsvorgänge. Und die nachträgliche Ausschreibung von Dienstleistungen mit Bezugnahme auf die zugrunde liegende Software verstößt nicht gegen das Vergaberecht. Wenn Sie also PostgreSQL schon in Betrieb haben und sagen, ich möchte jetzt Dienstleistungen für PostgreSQL einkaufen, ist das absolut zulässig. Sie müssen dann nicht sagen, ich möchte jetzt Dienstleistungen für eine relationale Datenbank einkaufen und dann kommt Oracle und sagt, ja, da verkaufen wir euch direkt schon mal die Lizenz und dann die Dienstleistung und ich verklag euch, wenn ihr das mit PostgreSQL macht. Können die nicht. Also Mut zur Lücke an der Stelle ist gar kein Problem. Kleinere Ausschreibungen verringern das Risiko. Das ist so eine Erfahrung aus meinem alltäglichen Leben, dass die Leute 3, 4, 5 Jahre planen und denken und schreiben, was sie gerne haben möchten. Und dann kommt da so ein gigantisches Ding bei raus. Das dauert 4 Jahre zu implementieren und wenn es fertig ist, ist es schon veraltet. Also lieber kleinere Bröckchen machen und mehr davon und vielleicht sogar auf verschiedene Anbieter verteilen. Und dann bekommt man auch keine Monokultur, sondern ein biodiverses Öko-Gutachten geeignetes System, das in der Lage ist, auch sich noch weiterzuentwickeln und nicht stirbt mit dem Anbieter, der keine Lust mehr hat oder nicht mehr existiert. Zusammenfassung. Eine Ausschreibung sollte nicht explizit Open Source einfordern, denn dafür ist der Begriff zu unklar. Außerdem gilt, es sollte immer die beste Lösung gewinnen. Das wird dann sowieso automatisch Open Source. Aber, deswegen der Nachsatz dann noch, in manchen Bereichen mangelt es immer noch an konkurrenzfähigen Open-Source-Lösungen. Ich bin inzwischen alt genug, dass ich das hier sagen kann. Das ist keine Ehrverletzung. Es gibt Bereiche, da kommt man an der proprietären Kiste einfach nicht vorbei. Aber das sind nicht mehr so viele und es werden weniger, unter anderem, weil wir eben so eine Foskis-Konferenz haben und da immer wieder neue Sachen entwickelt werden. Und man spart sich potenzielle Klagen proprietärer Hersteller, die ihre Monopolstellung bedroht sehen, wenn man eben nicht explizit Open Source einfordert. Es gibt noch Literatur und weiterführende Hinweise. Dieser Vortrag ist natürlich auf unserer Webseite dann zum Download-Bereich. Lesen Sie sich das mal durch. Das Interessanteste ist hier unten. Wo habe ich das? Ach, den habe ich noch gar nicht drin. Guck mal an. Also den trage ich da noch ein. Das ist nämlich von OSOR, das ist das Open Source Observatory der Europäischen Union. Und die haben ein 50-seitiges, leider englischsprachiges Dokument, in dem drinsteht, wie man Open Source in Ausschreibungen berücksichtigt. Wenn Sie es also ganz genau wissen wollen, laden Sie sich das Dokument runter und gucken sich das nochmal genau an. Damit möchte ich mich bedanken und Sie einladen für die Fos4G CEE in Prag vom 21. bis 23. Mai und kurz vorher nach Dresden zur GI 2012. Dort gibt es auch neuere Informationen zu Inspire. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite, Arnulf. Der Vortrag war ja wie immer sehr erfrischend, hat ja auch zu Lachern im Publikum geführt. Haben wir denn auch Fragen dazu? Ja, deine Zeit ist jetzt vorbei, gell? Meine Zeit ist genau vorbei, ja. Passt. Ja. Ich habe mal eine Frage, und zwar Ausschreibungen von Bibliotheken. Kann man die vorschreiben, welche Bibliotheken in einer Anwendung verwendet werden sollen? Egal was Sie vorschreiben, Sie haben gerade schon damit angefangen, müssen Sie es begründen.
wenn Sie sagen, Sie wollen die GDAL OGR haben, weil Sie wissen, dass die Umprojektion richtig vornimmt oder die Proj 4 und das von anderen noch nicht bestätigt bekommen haben, dann können Sie es machen. Da kann aber trotzdem noch jemand herkommen und sagen, ich habe hier den Benchmark und der beweist, dass GDAL genauso aussieht wie die Ergebnisse, genauso wie meine proprietäre Bibliothek. Das heißt, sobald Sie da anfangen vorzuschreiben, bewegen Sie sich auf schwierigem Terrain. Wenn Sie gar nichts sagen, dann kriegen Sie einfach die Angebote und nehmen genau die, in der diese Lizenz drin ist. Und schon ist das Thema kein Problem mehr. Unterschied klar? Beim einen sagen Sie vorher schon, hier, guckt mal da drauf, da könnt ihr mir ein Bein stellen und mich verklagen. Bei dem anderen sagt er, ich brauche hier die Lizenz und ich entscheide hinterher, was wirtschaftlicher ist. Und wirtschaftlicher heißt nicht billiger, sondern wirtschaftlicher heißt das, was Sie besser in Ihrem Kontext verwenden können. Und das ist Ihre Entscheidung. Und wenn Sie das beurteilen können mit einer Beurteilungsmatrix, dann ist das kein Problem. Mit der Angabe von Produktnamen oder direkt von Bibliotheken wäre ich vorsichtig. Es geht, dann müssen Sie es gut begründen, müssen sich darauf einlassen, dass Sie vielleicht große Diskussionen haben. Wenn Sie gar nichts sagen, können Sie es selber hinterher entscheiden. Kann man das immer ausweiten, dass man sagt, die Wirtschaftlichkeit kann mir nicht der andere vorschreiben, sondern die habe ich jetzt nicht selber zu beurteilen. Die haben Sie selbst zu beurteilen. Im allerschlimmsten Fall geht es dann irgendwann vor den Bundesrechnungshof und Sie müssen argumentieren, warum Sie das so entschieden haben. Das ist das Schlimmste, was Ihnen passieren kann. Also ich hätte gerne, dass Sie den Punkt nochmal vertiefst. Also weil im Grunde genommen, wenn ich nichts reinschreibe, also praktisch nur beschreibe die Leistung, die ich gerne hätte und nicht reinschreibe, auf welche Lizenz ich nachher fokussiere, muss ich trotzdem eigentlich angeben, unter welchen Voraussetzungen ich die Auswahl treffe. Ja. Und wenn ich hinterher hingehe und dann sage, irgendwie, gut, ich schreibe in der Ausschreibung nicht rein, irgendwie ich bevorzuge irgendwie ein bestimmtes Projekt und entschließe mich aber dann in der Auswahl, irgendwie dieses Projekt zu bevorzugen, irgendwie laufe ich in ein rechtliches Problem rein. Das ist meine Überzeugung. Aber ja. Das ja, du musst ja reinschreiben in die Ausschreibung, wie die Beurteilung erfolgt. Ja. Da gibt es Muss-Vorschriften und Kann-Vorschriften. Und wenn du in den Vorschriften reinschreibst, dass du erwartest, dass dieser Code nachvollziehbar ist, das heißt, du kannst da reingucken, dann müssen die Anbieter sich lang machen. Entweder sagen, ja, kein Thema, ist Open-Source-Lizenz, oder wir geben dir den speziellen Zugriff auf diese Software in einem Shared-Code-Bereich oder so. Und das machen die nicht. Erfahrungsgemäß ist das denen viel zu viel Aufwand. Okay, gut. Das wäre ein Hinweis. Ja. Genau. Also wenn Sie, ne, bei der Bibliothek war das eben die Frage, wenn Sie Algorithmus verstehen wollen und sagen, das kann ich nur, wenn ich in den Code reingucken kann, müssen Sie vielleicht auch nachweisen, dass Sie ein bisschen was davon verstehen. Weil wenn Sie so gar keine Ahnung von Software haben und behaupten, dass Sie das prüfen können, oder Sie haben einen Dienstleister, der das für Sie prüft, das kann ja durchaus auch sinnvoll sein, dass Sie sagen, ich baue die Ausschreibung nicht allein in meinem Kämmerchen, sondern ich nehme mir den Harald Schwenk, der sich auskennt mit PostGIS, und lass den mal drüber gucken, ob das mit dem Algorithmus so stimmt.